Es kommt darauf an, ob wir von Abfertigung alt oder Abfertigung neu sprechen. Die Abfertigung alt betrifft alle Dienstverhältnisse, die vor 2003 eingegangen wurden. Die Abfertigung alt verliert man bei Selbstkündigung, bei berechtigter Entlassung, bei unberechtigtem vorzeitigen Austritt. Bei der Abfertigung neu haben wir das Problem nicht, das Geld geht nicht verloren, das bleibt auf dem Konto liegen, wo der Dienstgeber für jemanden eingezahlt hat. Und man nimmt das Geld wie am Rucksack hinten mit, von einem Dienstgeber zum nächsten, bis man einvernehmlich auflöst oder durch den Dienstgeber gekündigt wird. Im schlechtesten Fall kriegt man die Abfertigung neu ausbezahlt, wenn man in Pension geht.